So, die zweite Aufgabe ist jetzt eine Normalverteilungsaufgabe. Beim Winterdienst werden LKWs mit Auftausalz befüllt. Die Füllmenge pro LKW in Kubikmeter ist annähernd normal verteilt. In den unten stehenden Abbildungen ist jeweils der Graph der zugehörigen Dichtefunktion dargestellt. Die in den Abbildungen grau markierten Flächen entsprechen jeweils der Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Ereignis. Ordnen Sie den beiden Ereignissen jeweils die passende Abbildung aus A bis D zu. Okay, erste Aufgabe. Ein zufällig ausgewählter LKW wird mit mehr als 6,0 Kubikmeter befüllt. Aha, also mehr als, das heißt, es muss von 6 bis nach rechts bis unendlich gehen. Okay, das ist also dann hier beim Fall B der Fall. Okay, das zweite Aufgabe. Ein zufällig ausgewählter LKW wird mit höchstens 5,7 Kubikmeter befüllt. Höchstens 5,7, das heißt, es ist zu schraffieren links von 5,7. Ja, und das ist beim Punkt D, bei der Skizze D der Fall. Okay, passt. Also zuerst B, dann D.